Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Debatte ist nämlich eine relevante, die im Hintergrund tobt. Es kommt darauf an, eigene Alternativen zu benennen. Das verlieren Sie alles durch diesen Bergbau. Hallo und herzlich willkommen zum brandneuen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung, in dem wir uns in destillierter Form dem widmen, wozu die Böll-Stiftung regelmäßig Veranstaltungen organisiert. Das kann also mal die voranschreitende Digitalisierung sein oder auch klassisch grüne Themen wie Kohleausstieg und Energiewende, aber auch so spannende Fragen wie zum Beispiel die nach dem Zusammenspiel von Staat und Geheimdiensten. Und dafür bringt die Böll-Stiftung regelmäßig spannende Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung zusammen. Und weil Sie ja bestimmt nicht immer dabei sein können, gibt es eben hier in komprimierter Form die Höhepunkte einiger dieser Veranstaltungen. Den Podcast, den können Sie natürlich auch bei Soundcloud hören, aber auch über die üblichen Podcast-Programme wie iTunes oder Podcast Addict. Da können Sie sie abonnieren und sie dann einfach hören, wenn es Ihnen eben am besten passt. Mein Name ist Sarah Steinert und in der ersten Folge geht es um die Frage, wie wir in der Zukunft unsere Städte gestalten wollen. Bereits heute ist es ja so, dass mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten lebt und man erwartet, dass es bis zur Mitte des Jahrhunderts sogar 2/3 sein sollen. Das heißt, es ist also höchste Zeit, mal die Bedingungen zu diskutieren, die es braucht, damit sich unsere Städte nachhaltig und auch fair entwickeln können. Und genau dazu veranstalten die Vereinten Nationen jetzt am 17. bis zum 20. Oktober in Quito, das ist die Hauptstadt von Ecuador, die mittlerweile 3. Habitat-Konferenz, die man auch den Weltsiedlungsgipfel nennt. Diese Konferenz findet nur alle 20 Jahre statt und ist damit jetzt natürlich besonders spannend und interessant. Und noch vor dieser historischen Konferenz in Quito hat die Böll-Stiftung in Berlin schon mal über die wichtigsten Themen gesprochen. Und mit dabei waren Vertreterinnen aus Kommunalpolitik und Zivilgesellschaft, sowohl aus dem globalen Süden als auch Norden. Zum Beispiel der spanische Direktor von Zero Waste Europe, Joan Maximon, die Abfallexpertin Sonia Diaz aus Brasilien und auch Erika Oblak von Ecologists Without Borders aus Ljubljana. Eine der spannendsten Fragen dabei war die nach dem Umgang mit dem vielen, vielen Müll, der ja vor allem in den Städten produziert wird und der kaum wirklich irgendwo unter Kontrolle ist. Ein erster Eindruck mal hier kurz zusammengefasst. We are producing 1.3 billion tons of waste per year at the global level. Wir produzieren 1,3 Milliarden Tonnen Müll pro Jahr auf der Erde. Ein zentraler Bestandteil ist Plastik. Der Anteil hat sich seit den 60er Jahren verzwanzigfacht. Das ist sehr ineffizient, denn 95% des Rohmaterials sind schon nach der ersten Benutzung verloren. Is lost after the first use. 95% loss. Wenn wir bis 2050 nicht mehr Plastik in den Ozean finden wollen als Fische, dann muss der Einsatz dringend eingeschränkt werden. Eine andere Umweltsünde bzw. Recycling-Sünde beziffert dann auch Erika Oblak in ihrem Vortrag. In our global north, we recycle only 10%. Im globalen Norden werden nur 10% der Handys recycelt. Dabei ist dort beispielsweise sehr viel Gold enthalten. In a ton of mobile phones waste than in this order produced here. Dabei sind die entstehenden Kosten für das Recycling in ihren Augen keine Entschuldigung. I think mit flying around. Es gibt die Vorstellung, Recycling sei teuer, ist es aber nicht. It turns out it's not. The more you collect, the cheaper the system is. Und was, wenn das Recycling nicht von städtischen Firmen übernommen wird? Nicht unbedingt ein Hindernis, weiß die Brasilianerin Sonia Diaz. Been arguing that in some parts of the world a different process. In bestimmten Regionen der Erde sorgen informelle Recyclingarbeiter für eine Integration in die städtische Müllentsorgung. Are pushing local governments to formally integrate them into municipal solid waste system. Und ist alles gut, wenn aller Müll schön recycelt wird? Klares Nein von Joan Maximon. But generally speaking, most of the stuff goes into the fire to recover some residual energy, but it's still quite an unsustainable system. And the fact that garbage is too toxic. Das meiste wird verbrannt. Damit wird dann neue Energie gewonnen, aber das ist kein nachhaltiges System. Außerdem ist Müll zu giftig. Auch Recycling ist immer giftig. Wir produzieren zu viel Müll und wir konsumieren zu viel. Recycling allein reicht da nicht. Even if we would recycle everything, it would not be enough because there's just too much garbage. The way we are producing, the way we are consuming is just unsustainable. So recycling is not going to be enough. Die Erkenntnis: Recycling, also Müllverwertung, ist weder kompliziert noch teuer, aber es ist eben auch kein Allheilmittel, um dem eigentlichen Problem beizukommen, nämlich dass weltweit einfach viel zu viel Müll produziert wird.
Ein Negativbeispiel, das sicherlich die meisten kennen, ist Indien, wo ja vielerorts die Städte wirklich im Müll zu ertrinken scheinen. Aber es gibt eben auf der Welt auch positive Beispiele, wie zum Beispiel Belo Horizonte. Belo Horizonte ist eine der wirtschaftlich wichtigsten Städte Brasiliens und dort hat sich in den 80er Jahren eine Bewegung gebildet, die informelles Recycling durchführt und auch unterstützt. Und genau darüber und auch über die sozialen Folgen von Müll und inwiefern diese Stadt eben Vorbild auch für andere Städte sein könnte, habe ich mit der Soziologin Sonja Diaz gesprochen. Die ist nicht nur Expertin für Abfallwirtschaft, sondern beobachtet und unterstützt eben diese Bewegung des informellen Recyclings in ihrer Stadt auch schon seit Entstehung. The first thing this group of people said they wanted was to be respected. Diese Gruppe will als erstes einmal respektiert werden. Sie wollen wahrgenommen werden und sie wollen einen Platz zum Arbeiten. Und dann ist 1993 aus dieser Gruppe von 10 Leuten eine Kooperative, eine Nichtregierungsorganisation entstanden. Damit stellte sich auch die Stadt die Frage, wie man die Arbeit dieser Menschen unterstützen kann. So this is how things started. What are like the biggest challenges at the moment? In the beginning we had only one cooperative. Now we have 7 or 8 cooperatives. Am Anfang hatten wir nur eine Kooperative. Heute sind es 7 oder 8. Wir müssen also die Arbeitsplätze verbessern. Es gibt neue Herausforderungen. Waste now is much more complex than it was. Has there any ever been like competition from a big corporation who wanted to take over what the recyclers were doing? The incineration lobby is out there. It's not only in Brazil, it's everywhere. The big companies, you know. Die großen Firmen, die aus Müll Energie machen, sind natürlich auch bei uns aktiv. Die wollen natürlich diesen Teil des Marktes. Ich bevorzuge aber einen menschenzentrierten Ansatz. So there is no problem for me, you know, to have these big players out there, but the thing is, you know, the kind of development approach that I favor is the one that is people-centered. If they have this job and it doesn't sound like, I mean, it doesn't sound like a planable income, you know, it's not like a fixed. Does it keep them the away recycling, from? The recycling chain is terrible. Those who actually do the collection or sorting of recyclables and feed the industry, you know, and feed the global markets, they receive, you know, the least in the chain. Diejenigen, die den Müll sammeln und sortieren, bekommen nur den geringsten Anteil der Nahrungskette. Es geht darum, den Lebensunterhalt mit eigener Arbeit zu finanzieren. Sie tragen zum Umweltschutz und zur öffentlichen Gesundheit bei. 1 bis 2% der Bevölkerung leben von dieser Arbeit. Und wir als Stadtplaner müssen von ihnen lernen, wie man ihre Arbeit verbessern kann. Have the means, the knowledge that can engage them and learn from them what are the best ways to improve their work, you know, and make a transition. Soziale Strukturen nutzen und politisch unterstützen, ich glaube, so könnte man das Ganze zusammenfassen. Aber wie schon zu Beginn gesagt wurde, Recycling ist keine Entschuldigung für maßlosen Konsum. Und dazu hören wir jetzt noch einen Gedanken von John Maximon, dem Direktor von Zero Waste Europe. I think that there's a momentum now for zero waste. Probably the country in Europe where this is less clear or that has less support is Germany, precisely, because of this false impression of like you get the waste problem sorted. Es gibt gerade ein Momentum für die Zero-Waste-Bewegung. Vielleicht ist Deutschland das Land mit der momentan geringsten Unterstützung. Der Grund ist die falsche Annahme, dass das Müllproblem hierzulande gelöst werden kann. In Europa sehen immer mehr Menschen, dass unser Lebensstil nicht nachhaltig ist. Es gibt zu viele Verpackungen. Die Sachen sind giftig. Die Fruchtbarkeit der Menschen lässt nach. Die Menschen haben die Schnauze voll. This has to do with consumption patterns. It has to do with the products that we are buying and the waste that we are producing. What we are seeing in many other countries is that the momentum is there. The people are really fed up with this. And what is key for zero waste now is to bring this overarching principle. And as Erika said, die nächste Aufgabe ist es, verschiedene Gruppen zusammenzubringen, Slow Food Aktivisten mit Repair Cafés und lokalen Produzenten und ihnen dann eine Vision zu geben. Wir wollen natürlich auch die Gesetzgebung in Europa beeinflussen. Denn auch die Produzenten müssen verantwortlich sein. Wenn etwas schnell kaputt geht, giftig ist und zu viel Müll produziert, dann sollten sie mehr Steuern dafür zahlen. Das ist keine Theorie mehr, das wird in Brüssel gerade intensiv diskutiert. Leider ist die deutsche Regierung aktuell dagegen, was ein Paradox ist. Ich erwarte aber, dass wir da bald einen Durchbruch schaffen. And we hope to get some progressive measures in this front. Sadly, Germany for the moment is opposing this, which is, I think it's quite a paradox.
But I think that we're gaining support and the momentum is there. People are ready. And this is one of the breakthroughs that I hope to see soon. Damit sind wir auch schon am Ende der ersten Ausgabe dieses neuen Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie auch ein bisschen inspiriert, hoffentlich natürlich zu weniger Konsum. Mein Name ist Sarah Steinert und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei der nächsten Ausgabe. Und falls Sie noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollen, lege ich Ihnen den Soundcloud-Account der Heinrich-Böll-Stiftung ans Herz. Dort finden Sie nämlich alle Mitschnitte anlässlich der Habitat-Konferenz in voller Länge nochmal zum Nachhören. Bis zum nächsten Mal. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Und kommen Sie gut nach Hause.